Ja, oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ich wollte eigentlich Trostkap verlassen, oder eigentlich eher Guidance End, aber wenn ich das hier mache, du kannst die Insel Guidance End nicht per Schnellreise verlassen. Ja. Ich muss jetzt zu Brettingen gehen, wahrscheinlich. Und er sagen, dass ich weg will. Oh, die habt ihr. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Wirklich. Warum verhaltet ihr euch so? Warum stürzt ihr euch kopfüber in gefährliche Situationen? Lasst das sein. Verstanden? Wenn ihr und ich uns näher kommen wollen, voller Leidenschaft, dann werdet ihr mehr auf meine Bedürfnisse eingehen müssen. Und ich habe viele Bedürfnisse. Sex zum Beispiel. Ich mag Sex. Und um zu zeigen, dass ihr mein Gefährte seid, solltet ihr dies nehmen. Es ist ein Schwert. Es hat meiner Mutter gehört. Sie war eine schreckliche Frau. Ich will in See stechen. Das lässt sich machen. Ah, okay. Nur, da muss ich immer wieder mit Brettigen reden, aber ist ja egal. Okay, das ist nicht der Ort, an den ich hin, zu dem ich wollte. Dann auch down. Dann gehe ich zur gnomischen Expedition. Und okay, hier war nichts. Wo waren das nochmal? Zähne von da aus. Kontakt mit Expedition aufnehmen. Wo genau war das? Ach, da unten. Ah, Helix Lager. Patty, jetzt ist der Turm fertig. Was mache ich dann irgendwann anders? Ihr seid zurück? Die südlichen Länder warten nur auf jene, die mutig genug sind, sie zu erkunden. Es gibt nur wenig Stichhaltiges. Der einzige Bericht über eine Reise dorthin stammt von einem Allmein-Missionar namens Stenrik. Als er zurückkam, war er halb tot und vollkommen verrückt. Er behauptete, im südlichen Land gäbe es eine wundersame Stadt, ganz aus Gold und mit Verzierungen aus Silber. Er sagte sogar, sie schwebe über der Erde. Unglaublich, oder? Es ist ein hartes Land. Und es ist nahezu unmöglich, einen Pass durch die Berge zu finden. Wenn ich jedoch recht habe, wird uns diese Höhle unter ihnen hindurchführen. Warum braucht ihr mich? Weil Denrik nicht nur Reichtümer beschrieben hat. Er erzählt Geschichten von riesigen Männern, so groß wie ein Haus, die jeden abschlachten, der sich ihnen nähert. Wow. Es hat mich schon Wochen gekostet, Kach und Sveri davon zu überzeugen, mich zu begleiten. Zu viert könnten wir noch mehr Beute machen, ohne sie unter zu vielen aufteilen zu müssen. Okay, na komm, ich mach's einfach. Dann müssen wir nur beginnen. Ich habe alles geplant und sämtliche Vorbereitungen für die Reise getroffen. Trefft euch in der südlichen Passage mit uns. Versuchen wir, eine möglichst große Strecke zu schaffen. Bleib dicht bei mir. Ja, okay. Die Zeit der Erlösung steht bevor. Es herrscht Wildheit in den Zähnen von Naros. Seit die Felsen noch jung waren, seit der Wind nur ein Kind war. Und nun steht mein auserwähltes Volk vor dem Scheideweg, dieses Land zu zählen oder ihm zu unterliegen. Einst dachte ich,
Niemand könne die Sterne dieser Welt verändern. Und doch gibt es nun einen, der es kann. So kommt, Schicksalslose. Ich berufe euch. Okay. Mal gucken, wie lange das geht. Dedrichs Tagebuch. Aber kaum noch Vorräte und Wasser. Ich lecke jede noch so widerliche Flüssigkeit von den Steinen und ernähre mich von Flechten, die von den Felsen rupfen. Zunächst sind sie bitter, aber nach einiger Zeit schmecken sie, wie soll ich sagen? Wie ein Lächeln und Blut und Schreie und Rauch und Dung. Ich glaube, ich gönne mir noch ein paar. Was ist das eigentlich für eine Höhle? Da hat wohl jemand eine Schwäche für Kohlenbecken und Säulen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich komme mir neben ihnen wie ein Kind vor. Haben hier einmal Riesen gelebt oder bin ich geschrumpft? Vielleicht hätte ich nicht so viele Flechten essen sollen. Ach komm, ich nehme die mal mit. Ich gönne mir noch ein paar. Riesenspinnen in der Höhle sind eigentlich jetzt nichts Ungewöhnliches. Hätte ich so mal gesagt. Und also ich muss sagen, ich kann das jetzt gerade nicht wirklich beschreiben, aber hier geht gerade so eine Kulisse ab. Jetzt, naja. Wenn man bedenkt, dass Luna wieder ihre Maus vergewaltigt. Ihr müsst wissen, die hat da so eine weiße Stoffmaus, die riecht so nach Katzenminze und manchmal geht die dann hin und dann fängt die fängt einfach an so richtig krass wieder rumzukuscheln und auf einmal ist sie so dabei, die halb zu zerfetzen, also. Und momentan schmeißt er die echt so ziemlich überall durch die Gegend. Sieht irgendwie ziemlich lustig aus. Luni. Okay, die reagiert nicht drauf. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Eindeutig eine Leiche anscheinend. Obwohl dieser Leichnam wie Stein wirkt, stellt sich bei näherer Untersuchung heraus, dass er aus Fleisch und Blut besteht. Das Wesen scheint gewaltsam ums Leben gekommen zu sein und trägt Insignien von unbekannter Herkunft. Was ist? Das. Was ist das? Es sieht aus, als bestünde es aus Stein, aber dieser Fleck? Das ist Blut! Das Ding ist aus Fleisch. Ich werde nicht hierbleiben, um herauszufinden, was dieses Ding getötet hat. Dieser ganze verdammte Ort ist verflucht. Richtiger Feigling. Dieser verfluchte Feigling. Keine Ahnung, was Kach so aus der Fassung gebracht hat. Das ist doch nur eine Statue, die irgendjemand umgestürzt und mit Blut beschmiert hat. Soll der Magier doch zu seiner Mutter rennen. Wir brauchen ihn nicht. Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt eine Leiche war. Es könnte auch eine Statue gewesen sein, die irgendein Ettin mit Eingeweiden verziert hat. Oder etwas in der Art. Ich fasse es nicht. Dieser feige Magier. Und was ist mit der einen? Die chillt halt irgendwie da hinten. Moment, wartet. Mir gefällt nicht, wie dieser Gang dort vorne aussieht. Das ist Zveris Fachgebiet. Lasst sie hier die Führung übernehmen. Und was soll das? Erst verwandelt sich der Magier in einen Feigling? Und dann stirbt Sveri ausgerechnet bei der Aufgabe, die sie am besten beherrschen sollte. Soll das alles ein Witz sein?
Was kommt als nächstes? Eröffnet ihr mir, dass ihr in Wahrheit ein Kobold mit einer schlimmen Form der Krätze seid? Ich sollte bei meiner Zusammenstellung meiner Expeditionen eindeutig sorgfältiger sein. Ach, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Von hier aus schaffen wir es auch allein. In Wirklichkeit bin ich ein... In Wirklichkeit bin ich ein Kobold. Vor allem, wenn man halt da so rüber guckt, deshalb sieht man halt diese riesigen Klee. Also, es ist dann wirklich diese riesige Falle, aus der ich nicht was rausstieg. Ich weiß, ich wäre so richtig dumm gewesen. Oh. Was ist denn das? Das ist ein Perix, oder? Ja. Perix. Ah, okay. Er überlebt natürlich, denn er ist ein Speckkämpfer. Jeder weiß, dass die Speckkämpfer überleben. Außer die eine Frau da. Die ist halt dann gestorben bei der Belagerung, aber... Hey, wen interessiert das schon? Was zur Hölle waren das für Dinger? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Natürlich habe ich von den Gefahren in diesem südlichen Land gehört. Aber haben sich denn die Götter selbst gegen uns verschworen? So ungefähr, ja. So ungefähr. Oh, damn it. Ich muss mir nur merken, bei 19 Minuten muss ich stoppen. Ein Alpha-Perius. Nachdem ich jetzt noch die Stream-Auflösung drin hatte, nachdem ich gestern doppelt gestreamt habe, sagen wir es mal so. Aber ich wollte jetzt Borderlands 3 unbedingt fertig machen. Bin ich jetzt auch. Und ich habe jetzt endlich meine lang ersehnten... Alter, hör mal auf damit! Autsch. Wartet. Wartet einen Moment. Eines dieser verfluchten Biester hat mich schlimmer erwischt, als ich dachte. Und gleich stirbt er auch noch. Ich glaube, ich muss mich kurz ausruhen. Hört zu, ich werde hier auf euch warten. Kundschaftet ihr einen weiteren Weg aus und versucht, einen Lagerplatz für uns zu finden. Könnt ihr mal aufhören, so einen Wirbel um mich zu machen? Es bringt keinem von uns etwas, wenn ihr hier bleibt. Wir müssen einen Platz für ein Lager finden. Nehmt einen Heiltrank. Ich nehme ihn gerne. Aber ich werde warten, bis ich ihn wirklich brauche. Es wäre doch eine Schande, das gute Zeug... Ah, und jetzt geht. Ich komme zurecht. Geht schon. So wie er läuft, kommt er nicht zurecht. Definitiv nicht. Das ist alles eine Lüge. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit Borderlands 3 fertig. Ich habe jetzt 122 GB endlich löschen können. Und bin froh, dass ich jetzt wieder um die 200 GB frei habe. Ich würde Martin dankbar sein, dass er mich in diese Höhle gejagt hat. Er ist recht geräumig hier drin. Allerdings bin ich nun schon so lange hier, dass ich nicht weiß, ob ich je wieder hinausfinde. Ich bin diesen Lampenlichtern gefolgt. Sie würden mich gewiss nicht in die Irre führen, oder? Natürlich nicht. Mann, ist das dunkel hier. Stockdunkel. Als hätte jemand alles mit Pech übergossen. Licht ist aber gut. Es wärmt mich und sagt mir, wohin ich gehen muss. Allerdings sieht mein linkes Bein übel aus. Immerhin lässt es sich recht gut nachziehen. Wer in aller Welt hat hier eine verdammte Klippe eingebaut. Hatte wohl zunächst keine Ahnung, wie die fertige Struktur aussehen würde. Arme Barbaren. Wer sie auch waren. Mussten vermutlich auf Stühlen, was? Auf Stühlen stehen, um hier irgendwas auszurichten. Okay.
Weil die Sache ist, ich komme halt dann, wenn ich da runterspringe, komme ich halt hier nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr zurück zu dem Dude. So oder so komme ich jetzt nicht mehr zurück. Eigentlich wollte ich ja die Falle entschärfen, aber gut. Reden wir nicht mehr drüber. Mein Bein ist inzwischen ziemlich nutzlos. Und dieser Anblick. Könnte uns Mitaro einen so ruhmreichen Tempel hinterlassen haben? Decken, die so hoch sind, dass man sie nicht sehen kann. Eine Statue, die so seltsam ist, dass ich sie nicht verstehe. Ich kann nicht einmal beschreiben, was ich jenseits dieser Kammer gesehen habe. Für einen flüchtigen Moment habe ich wahre Größe erblickt. Eine Stadt. Von so strahlender Schönheit, dass sie mit nichts zu vergleichen ist, was ich je gesehen habe. Mitaro wäre niemals mit einer Stadt auf einem Hügel zufrieden gewesen, wenn diese schwebende Stadt über die irdischen Reiche unter ihr wacht und über deren Bewohner. Erst dachte ich, die Statuen hätten sich bewegt und vielleicht sogar gesprochen, aber ich war zu weit entfernt und konnte nichts hören. Sie waren riesig, größer als zwei Männer und überdies grimmig. Sie hatten die Kraft eines Jotun und wie schnell sie waren. Wehe dem, der ihren Zorn erregt. Ob dies tatsächlich geschah oder nur eine Vision meines Gottes war, vermag ich nicht zu sagen, aber ich muss der Welt von meiner Entdeckung berichten. Sie muss von diesem wunderlichen südlichen Land erfahren, von den Riesen und Städten, die auf Steine gebaut sind, die es nicht gibt. Die Frage ist, wenn ihr zurückgeht und Leuten von etwas erzählt, was quasi deiner Meinung ja eh nicht da ist, warum sollte man ihm glauben? Wenn er ja selber der Überzeugung ist, dass es nicht da ist. Wow. Hätten sie auch einfach eine Treppe hinbauen können. Und so ist es nun nach Jahrhunderten geschehen. Die Chiffre ist in euren Händen, Berufener. Endlich kann mein Werk vollendet werden. Dies ist nur ein Medium, denn ich kann mit einem Jenseits des Schleiers nicht mit meiner wahren Stimme und Gestalt sprechen. Ich habe auf diese Unterhaltung gewartet. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Äonen habe ich auf das eine Geschöpf gewartet, das imstande ist, meine Bürde zu tragen. Und nun hat sich erfüllt, was ich in den Schicksalen gelesen habe. Ihr, der Schicksalsbefreite, seid hier.
Und mit eurer Ankunft können meine gewaltigen Werke endlich Vollendung finden. Dieses Treffen des Schicksals. Ich wusste seit Anbeginn meines Werkes, dass seine Vollendung die Auflösung des Schicksals erfordern würde. Dies ist das Paradoxon des Glaubens. Das Gewebe des Schicksals lässt derartige Ereignisse nicht zu. Allein ein vom Schicksal befreites Wesen kann das Werk, das ich begann, vollenden. Und so wartete ich, verzweifelnd und hoffend. Und dann erschient ihr. Ich brauchte euresgleichen und ihr wurdet erschaffen, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. In gewisser Weise betrachte ich genau dies als Schicksal. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst euren Weg durch das Gewebe des Schicksals fortsetzen und seine Auflösung weiterführen. Ich werde euch den Pfad zu den Zähnen von Naros öffnen. Sucht den Primus auf und eure Aufgabe wird sich euch zur rechten Zeit offenbaren. Und nun geht mit meinem Segen. Geht in meiner Absicht, denn ihr seid berufen. Was vorherbestimmt war, muss geändert werden. Oh, berufen. 10% Schaden im Abrechnungsmodus. Du hast den Auftrag einer geheimnisvollen Stimme angenommen. Ein seltsames Artefakt in ein feindseliges Land zu bringen und den Willen der Stimme zu erfüllen, indem du den Verlauf des Schicksals änderst. Was spricht schon da dagegen? Was ist aber mit dem Du, den ich jetzt zurückgelassen habe eigentlich? Mit diesem Helrik oder so, oder wie der hieß? War wohl auch Schicksal, dass er dann einfach sich sein Bein verletzt. Der ist aber bestimmt schon tot. Oh cool, ich bin schon bald wieder beim Level Up. Das ist ein guter Zeitpunkt für einen Screenshot. Verkandras Lager. Felshaufen. Ein aufgeladenes Heft. Erst steht eine Armee von Jotun vor unseren Toren und nun auch noch das. Ich kenne euch nicht, Winzling, aber ihr seid hier nicht willkommen. Dieses Gebiet steht noch immer unter der Kontrolle der Kolossai. Zumindest jetzt noch. Also nennt euer Begehr. Was seid ihr? Ihr stolpert in diese Lande, ohne zu wissen, wer über sie herrscht? Wir sind die Kolossai. Seit Jahren halten wir diese Lande, denn sie sind der heilige Boden unserer Götter. Wir sind Stein und Fleisch, Schwert und Glaube. Ich hege keine bösen Absichten. Nichts in diesen Landen hegt gute Absichten. Ich kenne euch nicht. Warum sollte ich euch also Glauben schenken? Außerdem ist niemand mehr aus diesen Höhlen gekommen, seit sie verschlossen wurden. Abgesehen von euch. Wie seid ihr hierher gelangt? Eine Statue hat mich hergeschleift. Was die Höhlen angeht. Sie sind ein Weg, den niemand mehr genommen hat, seit sie verschlossen wurden. Wie ist es euch gelungen, diesen Pfad zu beschreiten? Eine sonderbare Wesenheit? Welch eigenartiges Rätsel, doch seine Lösung wird warten müssen. Wie es scheint, haben die Jotun ihre Kräfte gesammelt. Wappnet euch! Oh! Ich
Das ist alles Häuptlinge oder... Ne, es sind Krieger. Ha! Kämpft, kleiner Freund. Eure Arme besitzen eine Stärke, die ihren Umfang Lügen straft. Vielleicht seid ihr nicht der Eindringling, für den ich euch gehalten hatte. Ihr behauptet, geschickt worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Ja. Das ist dann wohl die Frage. Erstmal die Cola ausruhen. Ich muss den Primus aufsuchen. Welch sonderbare Macht hat euch hierher geführt? Ihr sprecht über den gesegneten König meines Volkes. Und dieses Artefakt, das ihr tragt, könnte es tatsächlich die Chiffre sein? Leider ist eure Mission bereits in zweierlei Hinsicht zum Scheitern verurteilt. Der Primus ist ein Eremit. Und was noch schwerer wiegt, ist die Horde der Jotun. Solange sie mein Volk bedrohen, ist Idylla abgeschottet. Ja, er versteckt sich in seinem hohen Turm und verzehrt sich nach Göttern, die ihn niemals erhören werden. Der Primus hat das höchste Amt unter den Kolossai inne. Er ist derjenige, der mein Volk in der Politik ebenso wie im Gebet anführt. Oder zumindest sollte es so sein. Jetzt quasi aber der Gottkönig. Anokratos, der derzeitige Amtsinhaber, kommt seiner Verantwortung nicht nach. Unser Volk ist in einem wilden Land gestrandet, in einer Zeit größter Zweifel, und er verschließt sich vor uns. Unser Anführer lässt uns führungslos zurück. Das hört sich doch. Das sind die besten Voraussetzungen. Sie ist die Stadt, die ihr dort oben am Himmel seht. Hoch über diesem Land voller Wilder und Gefahren. Sie ist die gewaltigste Errungenschaft meines Volkes. Und sein größter Fehlschlag. Aber ich kann einem Fremden nicht noch mehr darüber erzählen. Bitte verzeiht. Okay. Ein Relikt von großer Bedeutung für jene meines Volkes, die den Glauben in sich tragen. Ich dachte, sie sei nur ein Mythos, aber. Die Weisen meines Volkes sagen, derjenige, der die Chiffre trägt, würde von den Göttern geliebt. Sie ist ebenso ein Segen wie ein Fluch. Kann ich zum Primus, wenn ich helfe? Die Jotun werden von Karunk angeführt, einem Kriegsherrn, der von seinem baufälligen Turm aus über seine Horde herrscht. Einer meiner Kundschafter, Rem, beobachtet sie im Moment. Er kann euch einen Rat geben, wie ihr den Kriegsherrn am besten bekämpft. Anschließend... Falls es euch gelingt, Karunk zu töten, werde ich euch persönlich zum Primus bringen. Okay. Benachrichtigt unsere Leute in der Stadt. Nichts einfacher als das. Ja. Oh. Die ist einfach weg. Ja, gut. Kolossee-Plünderer. Hört sich doch interessant an. Ja, nee, Kolossei. Oh nein, Wölfe. Die schlimmsten Gegner von allen. Da oben. Kobolde. Ich
Da habe ich meinen Heiltrank wieder zurück. Mich würde aber wirklich mega interessieren, was aus meinem Dude jetzt wird. Die hockt immer noch in der Höhle.